und herzlich willkommen. Ja, die Burg der Zeitlosen, das neueste Hörspiel, Masters Hörspiel der Retrofabrik, ist ja schon mittlerweile am Markt erhältlich. Und da wird es natürlich höchste Zeit, dass der Onkel Retro auch mal ein bisschen was dazu sagt. Let's go. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Ja, genau wie bei der ersten Folge im Netz des Bösen haben wir auch hier wieder die Wahl zwischen der Standard-CD-Hülle und dem schicken Mediabook. Ich habe mich ja beim ersten Hörspiel, das habe ich ja geschenkt bekommen. Ne? Das war ja eine wunderbare Spende. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und das war ja ein richtig schönes, schickes Mediabook. Und deswegen stand für mich fest, wenn ich mir dann Hörspiel Nummer 2 zulege, wird es natürlich auch wieder das Mediabook werden. Ja, allein, die ganze Liebe zum Detail, die man schon beim ersten Mediabook bemerkt hat. Und ja, alles, was wir noch dazu kriegen, außer dem Hörspiel. Ich will gar nicht lange drum rumreden. Wir packen das jetzt aus. Dann werde ich mir das Ganze anhören und anschließend sage ich euch meine Meinung dazu. Also, ihr müsst dranbleiben, ne? Nichts vorspulen oder so, ne? So, meine Lieben, ihr habt es ja bestimmt gerade schon gesehen, auf der Folie klebt der MP3 inklusive Sticker drauf, ganz im Stil der Europa-Hörspielkassetten. Wunderbare Hommage, das gab es ja auch beim ersten Mediabook schon. So, sobald man das Ganze aus der Folie rausnimmt, kommt einem das hier entgegen. Das ist die Rückseite, solange das Ganze noch eingeschweißt ist. Sobald man es rausnimmt, fällt das hier heraus und wir werden gleich auf der Rückseite ein schönes Artwork sehen, aber alles zu seiner Zeit. Ja, hier sehen wir schon mal, was uns alles erwartet. Ich habe echt Bock drauf, Freunde. So, also, das Cover der Folge Nummer 2. Das klassische Masters of the Universe Logo. Ein tolles Artwork. Wir sehen hier He-Man, Ram-Man, den Titel Die Burg der Zeitlosen. Es ist Hörspiel Nummer 2. Und, na, wer ist denn das? Ja, doch damit nicht genug. Auf der Rückseite geht das Artwork noch weiter. Wir sehen hier Tila, wir sehen Mechaneck. Ist das Man-at-Arms ohne Schnäuzer? Wer weiß, wer weiß. Hier haben wir auch nochmal den Titel, falls wir vergessen haben, worum es sich hier handelt. Es ist Nummer 2, Masters of the Universe, die Burg der Zeitlosen. So, was ich hier gerade so ein bisschen zuhalte, das ist der Download-Code für die MP3-Version. Ja, den hättet ihr wohl gerne. Und ja, das ist wunderschönes Bonusmaterial, was wir hier sehen. Es ist quasi das Artwork nochmal richtig schön und eine Charakterkarte von Skeletor. Sowas Ähnliches hatten wir auch im ersten Mediabook schon, vom ersten Hörspiel. Da hatten wir hier eine Charakterkarte von He-Man und von Prinz Adam. Und auch hier hatten wir das Artwork noch einmal in einer schönen Karte. Ja. Schade, diesmal gibt es nur eine Karte, eine Charakterkarte, nur Skeletor. Beim letzten Mal gab es He-Man und Prinz Adam. Oh, schade, ich hätte auch wieder zwei gehabt. Na egal, man ist ja nicht anspruchsvoll. So, hier haben wir die CD mit dem Hörspiel, das werden wir uns gleich gönnen. Und ja, meine lieben Freunde, genau wie beim ersten Hörspiel, also beim Mediabook zum ersten Hörspiel, haben wir auch hier wieder eine verkürzte Version der Geschichte in Form eines Comicbuches. Erinnert mich immer wieder an die ersten Mini-Comics, die damals rauskamen, die ja noch keine Comics, sondern eher so kleine Taschenbücher waren. So, ja. Wunderschön und eine Bonus-CD. Richtig cool. Also ich war beim letzten Mediabook schon total begeistert, wegen dem ganzen Bonusmaterial, was wir gekriegt haben. Also diese Artwork-Karte und die Charakterkarten von Prinz Adam und He-Man, jetzt von Skeletor, das fand ich schon richtig klasse. Und jetzt haben wir auch, genau wie beim letzten Mal, haben wir wieder eine verkürzte Version der Geschichte als Comicbuch. Ich freue mich schon drauf, das zu lesen und natürlich freue ich mich auf das Hörspiel und das werde ich mir jetzt gönnen. Und ja, ich werde es euch nicht vorspielen, nein, ihr solltet das schon selber kaufen. Aber ich werde auf jeden Fall abschließend meine mehr oder weniger spoilerfreie Meinung dazu sagen. Ja, eher mehr spoilerfrei als weniger. Ich will jetzt hier die Geschichte nicht erzählen. Das wär ein bisschen gemein von mir. Nee, sowas mache ich nicht. Keine Sorge. So, im Hintergrund seht ihr einen Teil meiner Halloween-Deko. Ja, Halloween ist, es ist ja fast soweit. Ne? Ja, ja.
So. Ich bin mal gespannt. So, wie geht das nochmal? Wie switche ich nochmal? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Dreitausend Jahre später. Snake Mountain, die uralte Festung in den mystischen Bergen. Ihr seid noch da? Sehr gut. Das freut mich sehr. Ihr habt doch nicht ernsthaft gedacht, dass ich euch jetzt das komplette Hörspiel vorspiele, oder? nee, so bin ich nicht. So bin ich nicht. Ihr solltet euch das schon selber anhören. Ja, wie hat's mir denn gefallen? Fangen wir doch mal direkt mit der Geschichte an. Und nein, die Geschichte werde ich nicht spoilern. Nur so viel. Ja, die Geschichte macht da weiter, wo das erste Hörspiel aufgehört hat. Man könnte quasi beide Hörspiele hintereinander hören, hätte eine große Geschichte. Es gibt vielleicht einige von euch, die das erste Hörspiel noch nicht gehört haben. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht genau auf das Ende von Teil 1 eingehen. Ihr versteht schon. Ne? Deswegen nur so viel von mir. Teil 2 macht da weiter, wo Teil 1 aufgehört hat. Hm? Könnt ihr euch quasi in einem durch anhören. Ja, dieses Mal ist Skeletor der Bad Guy, nicht mehr Hordak. Was ich gut finde, weil klar, Hordak hat eine super Geschichte. Jetzt hat Skeletor eine super Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, Skeletor und Evelyn verbünden sich, um gemeinsam die Macht von Grayskull für sich zu beanspruchen. Die Zauberin von Grayskull ruft He-Man und seine Freunde um Hilfe. Und dann geht so ziemlich alles schief. Ja, mehr möchte ich euch von der Geschichte nicht erzählen. Aber glaubt mir, es ist eine tolle Story. Also die Geschichte hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich wurde gut unterhalten. Die Dialoge, teilweise fand ich sie ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Hätte man vielleicht etwas kürzen können. Besonders das Gespräch zwischen Bassoff und Stratos, das fand ich etwas zu lang. Aber das soll jetzt keine böse Kritik sein. Im Großen und Ganzen, super Geschichte, super erzählt. Ja, wir haben auch ganz tolle Sprecher dabei. Der ein oder andere dürfte euch auch bekannt vorkommen. Und zwar aus der Vergangenheit. Vielleicht sagen euch ja so Namen wie Henry König oder Engelbert von Nordhausen etwas. Ihr werdet es lieben, Freunde, ihr werdet begeistert sein. Ja, wie gesagt, die Geschichte hat mir wirklich gut gefallen. Soundtechnisch gibt es auch einiges auf die Ohren. Also die Geräusche, Sound FX, super klasse. Die Musik im Hintergrund, auch die Schlussmusik, gefällt mir ganz gut. Was ich mir persönlich wünschen werde, wäre noch eine so richtig krasse, coole Titelmusik. Wie bei ob es jetzt bei den klassischen Europa-Hörspielen oder auch bei Revelation hatten wir auch eine richtig geile Musik gehabt. Das fände ich noch richtig toll. Ansonsten, ja, finde ich das alles wirklich richtig gut gemacht. Und ja, deswegen auch eine ganz klare Kaufentscheidung, Kaufempfehlung von mir. Und mein Tipp, gönnt euch das Mediabook. Es lohnt sich, ja. Es lohnt sich wirklich. Ne? Natürlich zahlt ihr für die Standard-CD weniger, ist klar. Aber wenn ihr auf das ganze Bonusmaterial hier nicht verzichten wollt, allein die Geschichte, die verkürzte Geschichte in Form eines Comicbuches, ja, das ist es auf jeden Fall wert, wie ich finde. Ja. Was ich auch sehr schön finde, es gibt immer wieder so eine kleine Hommage an die Europa-Hörspiele. Das finde ich gut. Es fing ja an, ich habe es euch am Anfang des Videos gesagt, mit diesem MP3-Sticker hier. Dann natürlich die Verwandlung. Ich habe die Zauberkraft, Orkos Zaubersprüche, die mit Orko aus dem Zauberland anfangen. Dann, das fand ich auch ganz witzig an einer Stelle, als Bassoff zu Stratos sagt, er möchte nicht Herr der Wespen genannt werden, weil das eventuell zu Missverständnissen führen könnte. Ich meine, in den 80ern, da war Bassoff nun mal der Herr der Wespen und es gab ja auch eine Hörspielfolge, wo er der Herr der Wespen hieß. Das fand ich schon ganz lustig. Ja, also wie gesagt, beste Unterhaltung, definitiv. Ne? Die ein, zwei kleinen Kritikpunkte, die ich jetzt geäußert habe, die sollen auf keinen Fall die Qualität des Hörspiels abwerten, denn es ist ein super Hörspiel, es ist eine super Arbeit von Fans für Fans. Und ja, und auch diese Folge hat ein offenes Ende. Genau wie Teil 1. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass Hörspiel Nummer 3 da macht, wo Hörspiel Nummer 2 aufhört. Das heißt, wir könnten quasi 1, 2 und 3 dann am Stück hören, wenn es so ist. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal.
Jetzt frage ich euch, meine Lieben, habt ihr euch dieses zweite Hörspiel schon gegönnt und auch das erste? Habt ihr euch beide schon gegönnt? Seid ihr genauso Fans wie ich? Freut ihr euch genauso auf Teil 3? Ab damit in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ich habe die Zauberkraft.